Auf geht's, Rekord. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ich hätte es nicht invertieren sollen. Halt! Wer ist da? Dein Auftritt. Mit Quadrat führst du einen Angriff aus. Halte Quadrat gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, um Gegner im Umkreis Schaden zuzufügen. Okay. Eindringlinge, keine Bewegung! Räum weiter. Sehr gut. Es ist auf. Reifenprüfung bestanden. Trophäe erhalten. Ey, ich muss das. Kann ich nicht. Schade. Was zur Hölle? Halt, stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit Quadrat attackierst. Maximal können zwei ATB. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Okay. Wenn du dich stellen mit dem Im Hauptmenü kannst du das Inventar und den Status deiner Charaktere überprüfen, sowie Spielstände speichern und laden. Die Waffe runter! Lauf doch! Was für ein Kerl! Wieso laufen die nur weg? Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken. Oder mit Kreis ausweichen. Okay. Sofort ergeben! Ich muss mir den Rücken frei halten. Zu spät. Genug. Bereit. Scheiße. Das war abzusehen. Durch Drücken von 3 kannst du zum Beispiel Kisten öffnen oder mit Personen sprechen. Nehmen wir halt nicht, da musst du die Taste nehmen. Gott, komm her. Ein Heiltrank. Wunderbärchen. Wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie mit Quadrat zu zerstören. Manche Kisten enthalten Heiltränke oder Makonite, mit denen du MP regenerieren kannst.
Wo sind die? Hier. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denkt nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Na, nicht das wieder. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? So ein Gesicht immer doch. Oh Gott. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, bald für dich. Wenn du mich fragst. Tue ich aber nicht. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Ich dachte, ich bin umsonst. Mit R3 hast du die Möglichkeit, einen einzelnen Gegner als festes Ziel zu bestimmen. Okay. Los, Fresschen! Schock einer Woche, Trophäe halten. Jetzt bist du. Na dann. Hey Cloud, nimm den Aufzug nach oben. Wir warten hier auf dich. Ja gut, gut, dann geht halt ihr erstmal alle. Oh, Besuch. Für dich. Gehört zum Job. Magie. Was haben wir denn da? Ach so, ich hab sowieso nicht genommen. Komm, aber Magie. Hab ich nicht? Verdammt. Okay.
Okay. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Wo soll ich? Mach auf hier. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfertigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner flinken Allround-Haltung in die Offensivhaltung. Diese ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier's am geilen. Einer! Gott. Ah. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Phönixfeder. Was ist das? Okay, so. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Puppe das Mako aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Mako ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht?
Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Ach, erst ab jetzt? Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Barret ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du Quadrat gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechsle zu Barret, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit einer Nahkampfwaffe nicht zu erreichen sind. Okay. Na klar, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Das erledige ich im Arm. Barret führt mit Dreieck einen mächtigen Feuerstoß aus, der die ATB-Leiste stark auflädt. Die Spezialfähigkeit hat allerdings eine Nachladezeit, sodass du den Zeitpunkt für ihren Einsatz mit Bedacht wählen solltest. Drücke während der Nachladezeit Dreieck, um Energie aufzuladen und die Nachladezeit zu verkürzen. Ey, zieh mal auf das Ding. Hab ich gemacht. Oh, ist kaputt. Mit Steuerkreuz kannst du nach Lust und Laune bzw. Kampfsituationen zwischen Charakteren in deiner Gruppe wechseln. Mit L2, R2 kannst du deinen Gefährten aber auch befehlen, ihre Fertigkeit einzusetzen. Okay. Du bist am Zug! Sabel, bist du weg? Na? Volle Konzentration! Es ist aus! Ich seh dich! Abschau! Das wäre geschafft! Abschau! Das. So, nur. Ja, guck mich nicht so blöd an. Wie geht das weiter? Haben wir noch Gegner übersehen oder? Cloud, da drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Aha. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert.
Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Oho. Hey. Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte dazu R1 gedrückt oder drücke einmalig L3. Durch Drücken von L3 sprintest du weiter, bis du stehen bleibst. Wie lange bleibt er aus? Okay. Ja, wenn man erkennen könnte, wann die wirklich aus sind. Sieht gut aus, Cloud. Naja, das liegt ja mir fest. Diese Maschinen sind Auslöscher. Dich erwischen ist der Name Programm. Okay. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Wir müssen gezielt vorgehen. Okay. Wir verwenden mal die zwei richtigen Aufgaben. Na gut. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn ein Gegner ins Straucheln kommt, wird schockanfällig über seine Schockleiste angezeigt. Wenn du ihn dann mit Fertigkeiten oder Magie triffst, füllst du seine Schockleiste besonders schnell und steigerst deine Chance, ihn vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fertigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet als andere. Und auch Elemente können bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle spielen. Finde die Schwachpunkte deiner Gegner heraus. Ja, nee. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, das ist haben unsere wir, Chance. Haben Geben wir alles. Glaube ich. Schock. Unter Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und erleiden besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfähigkeit an, kannst du außerdem deine ATB nutzen. Okay. Das ist ja meine. Mein Einsatz. Okay. Wo ist eigentlich meine... Was haben wir denn da? Gefährtenkommando, Charakterwechsel, Ausweichen, Blocken, Kurzbefehl. Ja. Verrat mir mal, wie ich... Bist du eigentlich? 81. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti, fein. Ich bin unwürdig. Cloud ist fast tot. Wie nimm ich scheiß Heiltränke? Warum kann ich den nicht nehmen? Junge.
Gegenstände. Heiltrank. Schön. Gegenstände, Heiltrank. Schneller? Nein. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Hey. Ich glaube, ich kriege eine Gänsehaut. Echt? Vor Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Eine Phönixfeder wieder. Okay. Das Schwert ist scheiße, ey. So gut wie erledigt. Bis hier und nicht weiter. Ey, Barrett, mach mal den Assi da weg. Reaktor 1. Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten. Das sieht aus wie Arena, Kalle. Das sieht aus wie Arena. Kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist? Den Sprengsatz bringst du also an. Ach so. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Ja, hör mal, die Folge ist gleich durch. Es ist 20 Minuten schon zu lang. Hat
Fiasko uns in eine Falle gelockt? Pass auf. Ach, nö. Wie kämpft man am besten gegen so einen? Keine Ahnung. Starke Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Wenn der Gegner versucht, einen Angriff auszuführen, der nicht geblockt werden kann, erscheint neben dem Namen der Fertigkeit das Symbol Ausrufezeichen. Versuche solchen Angriffen auszuweichen oder dich außer Reichweite zu bringen. Okay. Oh. Oh. Oh, einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können, die ihre Ziele bewegen müssen. Wenn du immobilisiert bist, solltest du zu anderen Mitgliedern der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Lautes Kampfumfeld. Das ist doch scheiße. Der kann... Ja, ich mir aber auch. Vamos. Jetzt ist nicht die Zeit für Nickerchen. Keine Zeit. Hey. Handgranate. Von einem Soldaten hatte ich mir mehr versprochen. Verzieh dich! Na? Er kriegt es. Ja. Da geht noch was. Hey, soll ich das etwa alleine stemmen? Limits, ja. Auf den Moment habe ich gewartet. Schnauze voll, du. Von einem Soldaten hatte ich mir mehr versprochen. Mist, der hat's wohl auf mich abgesehen.
das! Jetzt ist nicht die Zeit für ein Nickerchen. Kaputt. All nicht. Ich denke, wir versuchen den Kampf neu. Ich habe noch keinen Plan, wie es funktioniert. Und ich habe auf normal gestellt. Also das ist normale Schwierigkeit. Ich komme da halt noch nicht so mit klar. Ich habe nur, weiß ich nicht, die Tage oder was. Ich glaube von PlayStation. Oder von irgendeinem Ranking. Und weil es ja irgendwie gefühlt 17.000 Final Fantasy Teile gibt, habe ich mich gefragt, welchen man davon am ehesten spielen sollte. Und da kam dieses Ranking und da wurde gesagt, Final Fantasy 7 wäre wohl das Schönste. So, und dann haben wir hier auch noch das Remake. Ja. Grafisch schon eine kleine Wucht, würde ich sagen. So kenne ich es auch noch aus meiner Kindheit. Ich habe mal irgendwann auf PS1 ein Final Fantasy gezockt und war damals total gehypt, weil die Grafik für damalige Verhältnisse einfach Zucker war. Und ich glaube, da waren es auch rundenbasierte Kämpfe. Das sind jetzt hier ja, Echtzeitkämpfe. Und ich habe da noch meine Schwierigkeiten, weil wenn der Typ ein Schwert hat, dann soll er auch mit Schwert zuhauen und nicht mit irgendwelchen Zauber. Die sind nicht in meinem Kopfinventar vorhanden. Aber wahrscheinlich muss ich da irgendwie was. Ich find's komisch. Also ich werde wahrscheinlich failen ohne Ende. Oder ich lerne es relativ schnell. Bis jetzt sind es böhmische Dörfer. Und 20 Minuten. Timer für 20 Minuten. Das heißt, glaube ich, ich muss den Boss innerhalb von... Dauern die so lange, die Kämpfe? Das... ist das schon anstrengend, finde ich. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, mal gucken, ob wir in der nächsten Folge den Arsch dann mal legen können. Ich wünsche euch was. Bye, bye.